Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fidelity. Ja, von mir auch ein fröhliches Hallo. Heute geht es um meine 10.000 Euro Anlage, die ich mir kaufen würde, wenn ich das Budget von 10.000 Euro zur Verfügung hätte. Okay. Und es ist ja wie beim letzten Mal bei der 5.000 Euro Version, dass ich das natürlich auch ein Stück weit als Challenge sehe. Ich möchte natürlich eine besonders gute Anlage zusammenstellen und habe mir längere Zeit darüber Gedanken gemacht, was ich nehmen könnte. Und ich hatte bei der 5.000 Euro Anlage gesagt, dass ich auf Einzelkomponenten stehe. Und auch bei 10.000 Euro ist es noch so, dass es unverändert, dass es wirklich gar nicht so einfach ist, obwohl das so viel Geld ist, etwas zusammenzustellen. Die Verhältnismäßigkeit muss natürlich irgendwo gewahrt bleiben. Man kann nicht zu viel in die Elektronik investieren, aber auch nicht zu viel in die Boxen. Und so habe ich versucht, einen etwas ausgewogenen Mix hinzubekommen und meine persönliche Note mit einzubringen. Ja. Ich mag halt gerne auch diese Retro-Geräte. Und es muss für mich jetzt nicht unbedingt alles aus einem Guss sein. Ein Design mit einer Fernbedienung, das dürfen durchaus alles Einzelstücke sein. Ja, vom Eindruck her, was würdest du sagen? Bist du gespannt? Ganz gut, aber du wolltest die Musikempfehlung noch machen. Ach so. Hau mir jetzt mal raus. Mach weiter einfach. Pass auf. Dann fange ich an mit der Musikempfehlung, ja, okay? Ich dachte, du machst ein ganz besonders langes Intro, um dann zur Musikempfehlung zu kommen. Nicht. Alles klar. Ich ganz vergessen. Alles gut, ich nicht. Ich habe es nämlich aufgeschrieben, deswegen. Okay, also meine Musikempfehlung ganz schnell. The Police, Roxanne. Tolles Lied. Passt irgendwie zur Anlage, finde ich auch. Ist vom Alter her so dem, wie soll man sagen, angemessen. Und deswegen. The Police, Roxanne von mir. Sehr guter Einwand. ja, von mir die Musikempfehlung ist noch etwas früher als die eigentliche Anlage. Und zwar von Elvis Presley, Fever. Und das würde ich mir auch gerne gleich mit dir nochmal auf diese 10 Sekunden, die wir spielen dürfen, einmal anhören. Weil ich habe es mir schon angehört auf der Anlage und es klingt wirklich richtig, richtig gut. Und jetzt geht's gleich los. Bleib dran. So, Frankie, jetzt kannst du die Katze aus dem Sack lassen. Ja, das tue ich auch. Und sehr zwar, gut. Das Gerät, was ihr oben links seht, das ist der NAD C3050 LE. Das ist eine limitierte Edition, die nur 160 Mal nach Deutschland kommt. Mhm. Und wir haben das Glück, davon 3 Stück zu bekommen. Mhm. Einer steht hier. Einen haben wir noch original verpackt im Lager und einer soll noch kommen. Ja. Also sehr, sehr rar. Wenn ihr so ein Ding haben wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich schnell sein. Ich liebe euch auch tatsächlich damit, den, der da steht, mit zu mir nach Hause zu nehmen. Und ich mache jetzt schon mal das Gerät an, weil das ist allein schon eine Show für sich. Absoluter Hingucker. Wenn man ihn einschaltet, muss da einen Augenblick länger hingucken, weil da passiert gleich noch was. Derweil rede ich schon mal weiter. Das Gerät ist zwar im Retro-Style, hat aber die allerneuesten Tugenden von NAD drin. Oh, hast du gesehen? Ja. Na klar, logisch. Von NAD drin. Hammer. Und zwar ist es bereits die neue MDC2-Plattform, die diese modulen Steckplätze, wo bereits bei dieser Version ein BlueOS und Dirac-Modul drin ist. Diese kombinierte Modulweise ist jetzt möglich, weil der MDC-2-Steckplatz bidirektional ist, im Gegensatz zu dem MDC-1. Ja, was man noch machen kann, ich kann es hier auch noch mal kurz zeigen, zumindest über die Fernbedienung kann man hier noch die Beleuchtung etwas ändern. Sieht man das da? Ja, man sieht das, ne? Wenn das nervt, aber kann man diese Lampen ausschalten, aber die VU-Meter bleiben immer beleuchtet. Ansonsten ist es so in etwa vergleichbar mit dem C389 von der Qualität her. Und es soll ihn später, wenn diese limitierte Auflage vergriffen ist, in einer normalen C3050-Version geben, wo dann nicht das BlueOS-Modul gleich im Lieferumfang drin ist und was auch nicht mit dieser Holzseitenteil oder dieser Holzgehäuseoptik kommt. Aber wie gesagt, aber die Optik ist limitiert. Ja, und diese Version gibt es nur begrenzt. Das Gerät kostet 2.499 Euro. Und rechts daneben steht der
Regaplanar 3 Plattenspieler. Der kostet in der Grundversion 899 Euro. Mhm. Und man bekommt auch eine Version mit einem einfachen Tonabnehmer für 949 Euro, dass er gleich spielfertig ist. Für 1199 bekommt man den Exakt-Tonabnehmer von Rega. Und es gibt auch noch, da haben wir noch ein Stück von, wieder limitiert. Der ist auch nicht mehr nachbestellbar, eine THD-Jubiläumsversion, wo gleich das Netzteil mit dabei ist, das höherwertige, was alleine 400 Euro kostet, wenn man es zukauft, für 1299 Euro in Grau. Und ja, diese Limitierung finde ich ganz witzig. Der Verstärker ist anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens von NAD 1972 bis 2022. Wir beide sind auch schon knapp über 50. Würde ich sagen. Nicht optisch, aber tatsächlich sind wir es. Und Canton ist ja auch gerade 50 geworden, dass da, als wenn das eine Fügung wäre. Absolut. Ne? Ja, und auch der CD-Player, den ich ausgesucht habe, der unter dem Plattenspieler steht, ist eine besondere Version, und zwar ist das die Black Edition von Cambridge aus der CX-Serie. Das ist der CX-C V2, der ja bisher nur in Luna Grey erhältlich war. Genau. Ist jetzt im begrenzten Umfang auch zusammen mit dem Streamer und dem Verstärker von Cambridge in Schwarz erhältlich. Und Denon hat jetzt wieder Tapes? Nein, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Das ist auch mega. Ja, ich habe irgendwie schon gehört, dass auch Tapes wieder am Kommen sind. Ich habe sowas schon weg. In der Stereo gesehen. Ich finde es cool, dass das Denon DRM44HX hat seinerzeit 1498 D-Mark gekostet. Haufen Geld, ne? Ist jetzt aber nicht mit in der Wertung, sondern den habe ich nicht mit reingerechnet. Und die beiden Geräte, die unten stehen, das ist auch nur Deko, ist nicht angeschlossen. Wichtig sind die Lautsprecher. Mhm. Das sind die Canton Vento 100. Die Vento ist, glaube ich, 2021 auf den Markt gekommen, die Serie. Die gibt es in diesem dunklen Nussbaum, gibt es im helleren Nussbaum in Schwarz und in Weiß. Ja. Die Boxen kosten in Schwarz und in Weiß 2349 Euro pro Stück. In diesen Nussbaum-Varianten 2499. Ich muss knapp kalkulieren. Sie stehen zwar hier im Nussbaum, ich habe aber 2349 gerechnet, ist ja klar. Alles klar, Logo. Und das ist zwar relativ viel Geld für einen Lautsprecher, aber die Preiswürdigkeit von Canton muss man wirklich mal hervorheben. Die Verarbeitungsqualität ist unglaublich gut. Exzellent. Ja, ja, ja. Sie sind noch mal höherwertiger verarbeitet als die Taunus-Serie, die ich in meiner 5.000-Euro-Anlage verwendet habe. Und was ich ganz bemerkenswert finde, es gab keine Preiserhöhung für die Lautsprecher. Mhm. Also wir haben es ja jetzt überall gehabt, 10, 20, 30 Prozent Preiserhöhung. Mhm, genau. Die sind preisstabil geblieben. Insofern wirklich viel wert und klanglich, also Preis die eine Sache, aber klanglich haben sie mich auch in dem Zusammenhang sehr abgeholt. Um das Ganze noch abzurunden, ich habe eine Goldkabelverkabelung gewählt, da liegt das Chorus in B-Wire zweimal 2,5 Meter. Dann habe ich noch eine Steckdosenleiste genommen, das ist die Superline Rhodium, zweimal Powercord, Stromkabel für den CD-Player und den Verstärker. Und dann habe ich noch ein Coax-Digitalkabel von AudioQuest genommen. Ich komme insgesamt, es hängt ein bisschen von den Längen ab, der Kabel auf 10.267,95. Nicht schlecht. Das können wir abrunden auf 10.000, das können wir durchgehen lassen. Ja, okay, Skonto. So, das musste gesagt werden. Ganz toll. Und gefällt mir übrigens optisch tierisch gut. Ja, wirklich, hammermäßig. Auch der Verstärker, also es sind zwei weg. Nein, das ist nicht wahr, aber auf jeden Fall sieht der richtig, richtig gut aus. VU-Meter, auch das, wie das angeht. Das ist so ein kleiner Hingucker nochmal, wenn das so von rot auf grünlich-blau oder wie auch immer so umschwenkt, sage ich jetzt mal, umschaltet, finde ich mega. Ich bin übrigens auch kein Freund unbedingt davon, dass alles optisch immer super gleich aussieht. Da bin ich, das Wort kann man benutzen, bin ich eher Rosinenpicker, dass ich sage, nee, lass uns doch lieber den CD davon nehmen, Verstärker davon nehmen, Plattenspieler davon nehmen. Finde ich genauso wie du, bin ich völlig bei dir. Mega Anlage, ich freue mich, die zu hören. Ich habe noch nicht reingehört. Deswegen habe ich hier auch so ein bisschen den Mittelplatz von dir bekommen, weil du gesagt hast, pass mal auf, setz du dich mal auf die Pool Position, wie du gesagt hast. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Richtig klasse, sieht super aus. Ja, zur Musik. Wir hatten aus der letzten Serie die Erfahrung gesammelt, dass es ganz gut bei euch ankam, dass man die Anlagen hinterher nochmal vergleichen kann. Das hatten wir dann im Laufe der Drehzeit wieder so ein bisschen vergessen, aber ich habe zumindest jetzt zwei Stücke ausgewählt, die in diesem Raum
eins von dir mit deiner 10.000 Euro Anlage verwendet wurde und eins von Erik, was mit Eriks Anlage verwendet wurde. Aber bevor wir mit den eigentlichen Stücken, die wir etwas länger spielen dürfen, aus rechtlichen Gründen beginnen, würde ich dir nur zum Warmwerden einmal nochmal Fever anspielen. Okay. Ja? Okay. Never knew how much I love you. Never knew how much. Das ist natürlich von der Qualität auch. MQA, was weiß ich was. Ist mega. Aber mega. Doch das Schnipsen und alles, der steht im Raum. Das bringt wahnsinnig viel Spaß. Unglaubliche Wärme, wie Elvis halt nochmal singt. Und Gänsehaut. Ehrlich, Gänsehaut. Ich bin immer wieder fasziniert, dass so alte Aufnahmen trotzdem so gut klingen können und viele neue Aufnahmen schlechter klingen, die viel bessere Möglichkeiten haben, klingen aber viel schlechter. Wahrscheinlich zu teuer in der Aufnahme. Die Lieder, die wir jetzt hören werden, kommen emotional, klanglich an dieses Niveau einfach nicht heran. Aber gut, wir müssen damit Vorlieb nehmen, dass wir spielen dürfen. Oder ihr müsst besser gesagt damit Vorlieb nehmen, das ist leider so. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir hier als erstes. Du hattest in deinem Video, wie heißt der, Roy oder Ray? Roy. Du hattest in deinem Video Roy Young, One Love. Wenn das so ist. Willst du das mal richtig gut hören? Ja, dann mal los. Einmal richtig ist es. Einmal richtig, komm, für dich. Soll ich das? Gerne, ja. Also erstmal, was mir auffiel, war, waren die Becken, die haben ja immer einen ziemlich hohen Ton. Und Hochton und Kanton, sagt man ja früher immer so ein bisschen, war immer so ein bisschen spitz. Wir sind uns einig, glaube ich, mittlerweile, dass das alles vorbei ist. Hier nochmal ganz besonders klar zu hören, finde ich. Wir haben sehr laut gehört, verhältnismäßig laut gehört. Wo das immer mehr zum Tragen kommen würde, wo man immer mehr sagen würde, oh, das muss ich leiser machen, das ist mir einfach zu scharf. Mhm. No, überhaupt nicht. Das war super. Ich habe mal ganz speziell auf dieses Becken auch gehört und versucht wirklich mal rauszufischen, diesen Ton. Und ich sage, nee, tut mir nicht weh, alles ist super. Also tut mir nicht weh, so weit würde ich gar nicht gehen, aber es ist mir unangenehm. Gar nicht. Also ganz, ganz toll. Was ich auch richtig gut fand, hat mir sehr gut gefallen, war die Verteilung der Instrumente, der Stimme und der Background-Sängerin. Mhm. Das war klar, die Bühne war klar. Ich kann dir genau sagen, wo war wer, zu welchem Zeitpunkt sozusagen. Und das fand ich, das ist mir immer ganz wichtig. Ich bin ja, wie gesagt, der Verorter. Genau, ich liebe das. Es gibt so ein, zwei von euch, die lieben das Wort nicht, ich schon. Und dieses Verorten können der einzelnen Instrumente des Sängers und zwar auch in der Tiefenstaffelung. Also nicht nur, da ist ein Sänger und da ist noch ein Sänger, die stehen nebeneinander. Nein, da sind Background-Sänger, die stehen etwas hinter dem Sänger und der Sänger kommt etwas nach vorne. Alles toll dargestellt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie gesagt, klasse Räumlichkeit. Das sind Dinge, die mir aufgefallen sind und wo ich sagen würde, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Richtig gut, das freut mich erstmal zu hören. Da bin ich ja bei meiner Aufgabenstellung jetzt. Aber schon nicht gesagt, dass deine andere besser klingt. Ich habe nur gesagt, dass es mir sehr gut gefallen hat. Okay, nein, dann Quatsch, alles wäre gut. Ich vielleicht nach dem zweiten Lied nochmal drauf zu sprechen. Okay, alles klar. Ja, von meiner Seite aus muss ich sagen, das wäre jetzt nicht unbedingt so die Musik, die ich am liebsten hören würde. Aber
man hat ja Assoziationen. Und das ist so, ich denke, wenn ich sowas höre, so an James Brown zum Beispiel, ne? Godfather 100%. Of Soul. Ja, natürlich. Und der ist einfach schlichtweg ein bisschen nervig. Ja. Also für mich, sorry an alle James Brown-Fans, aber und diese dreckige Stimme, die auch teilweise so ein bisschen zum Schreien neigt, da kannst du natürlich, das kannst du nicht komplett weich spülen, weil dann ist einfach... Wäre auch schade. Also genau. Soll dann, gar nicht so sein. Dann ist einfach irgendwo das Typische weg. Mhm, genau. Aber ich stimme dir zu, wir haben eigentlich etwas lauter gehört, als ich geplant hatte, weil das Fever ist relativ leise und ich hatte die Lautstärke nicht zurückgenommen. Das war schon sehr laut und wenn man dann so eine etwas nervige Stimme sehr laut hört, kann das schon unangenehm werden und das war es nicht. Die Box hat eine Souveränität, die hat den Raum gut erfasst und der Verstärker hat die Box im Griff gehabt. Ja, also man unbedingt. Muss ja sagen, es ist echt eine ausgewachsene Standbox. Das ist ein ganz schöner Kavenzmann. Und ich hatte auch überlegt, nehme ich jetzt lieber die etwas filigranere Reference, also eine 8er oder eine 7er vielleicht sogar. Aber ich habe mich bewusst, ich habe mich auch geoutet, dass ich gerne große Standboxen mag. Ich habe mich deswegen bewusst für die Vento entschieden, weil die ist vielleicht nicht ganz so filigran, hat aber etwas mehr Spaßfaktor noch dabei. So habe ich es zumindest in meinen Versuchen erlebt. Und der Verstärker hat sie eindeutig unter Kontrolle gehabt. Und das fand ich sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ja, also mehr kann ich dazu von meiner Seite auch nicht sagen. Ich habe die Musik mehr als Ganzes wahrgenommen, weniger jetzt die einzelnen Positionen. Und es also war, Spaßfaktor so ein bisschen. Es war auch, Spaß, ne? Es war stimmig, es war auch emotional. Und ich habe mich sofort irgendwie in diese Szenerie dieser souligen Musik irgendwie abgeholt gefühlt. Ja. Cool. Ja, der nächste Song, das war ein Lied, was Erik bei seiner Anlage verwendet hatte. Und zwar von Michael Shines, Angel in White Unaware. Was ist Unaware? Ist das Underwear? Das für Sonne ist es Underwear. Da kriegt man ja auch gleich Ideen. Ne? Angel in White Underwear. Ja, vor allem Erik hat das ausgesucht. Spiele ich jetzt mal für uns. Aus rein, muss ich sagen. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fame. I don't think they need us no more. In my head like a blitz screen, on my heart like a war, coming back for your heart now, is this one in mine anymore? Will you wait? Soll ich wirklich? Ja, ich kann auch mal. Ich wollte es dir ja vorspielen. Dann bin ich dran. Mach du mal. Alles klar. Also der Hammer war, da mussten wir uns angrinsen. Der Hammer, das ist wirklich, ich habe es aufgeschrieben, körperlich zu spüren gewesen, war der Bass, der eingesetzt hat. Ja. Die schiebt dermaßen die Box. Spaßfaktor. Aber auch der Verstärker entsprechend. Also was du sagtest. Ne? Nicht dröhnig. Nein, nein, überhaupt nicht. Also 0,0. Aber ich habe nirgendwo einen Subwoofer versteckt. Nee, das ist garantiert dir. Ist schon klar. Ich fand, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Hören zu tun. Ich fand die Aufnahme besser als eben. Ja. Also die war mir angenehmer. Also als wenn sie mit besseren Sachen stattgefunden haben. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Die Aufnahme war deutlich besser als die vorherige. Das auf jeden Fall. Das Musikhören hat da mehr Spaß gemacht. Man war mehr in der Musik drin.
Und fand ich unglaublich. Das Hallige, es war ja so ein bisschen hallig untermalt, war auch nicht übertrieben. Manchmal ist es auch so, dass du denkst, du bist jetzt in einer riesigen Arena. Das ist, du bist hier im Raum und der Raum wurde größer, ja, viel, viel größer. Aufgemacht, ja. Ganz genau, die haben ihn aufgemacht und das kam rüber. Aber das Beeindruckendste war wirklich der Bass. Der war der Hammer. Das war sehr offensichtlich. Das war der Hammer. Also das hat wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also hier habe ich jetzt tatsächlich etwas mehr auf die musikalischen Details nochmal geachtet, beziehungsweise auf die Stimme und auf die Instrumente. Und bei der Stimme des Sängers muss ich sagen, da hatte man diesen Schmelz. Mhm. Ich bin ja da so, wenn das so ein bisschen seidig ist, ne? In seidiger Underwear. Du bist mehr der Schmelztyp, ja, genau. Wenn ich der Verorter bin. Genau. Und also dieser Schmelz kam unheimlich gut rüber. Das war Emotion pur. Also es war sehr emotional, den Gesang zu hören. Die Gitarre war auch ganz toll herausgearbeitet. Dieses Metallische der Saiten, wie der so ein bisschen darüber gewischt hat, ja, und auch die hohen Töne der Gitarre. Das hat mich, so eine Steel-Gitarre. Hat mich sehr angesprochen. Nicht, wie bei Dire Straits auf dem Ding, das verlässt du vor Augen. Ja, ja, ich weiß. Steel-Gitarre, genau. Das klang für mich fast so wie eine. Also richtig metallisch eben halt so ein bisschen. Aber egal, ist klar. Und dann war da noch ein Besen zu hören, der auch irgendwie sich sehr homogen eingefügt hat in dieses ganze Klangbild. Also da muss ich sagen, die Anlage hat wirklich alle Details rausgehört. Ich selber spiele gar kein Instrument, ich höre nur gerne Musik und trotzdem waren mir die Instrumente irgendwie vertraut. Auch der Klang der Instrumente. Du hast ein Bongo zu Hause, glaube ich. War neben meine Frau. Ach, die war das. Ich weiß aber, was war bei dir? Ja, bei der Party. Ja, genau. Und also es war ja kein Lautness an oder ähnliches, es war ja absolut neutral. Und trotzdem dieser Bass, den du eben beschrieben hattest, der so ab Sekunde 50 irgendwie einsetzte, der war natürlich spektakulär und da wurde nichts unterschlagen. Ich hatte so ein klein wenig für mich die Assoziation, dass die Anlage da die ganze Zeit schon drauf wartete, wie so ein Pferd, habe ich mir notiert, was aus der Box rausgelassen werden will, wenn sich diese Tür öffnet für eine Assoziation. Und das Pferd geht nach vorne los. So ist die Anlage nach vorne losgegangen, als diese Stelle einsetzte. Also das war wirklich genau dieser Spaß, diese Emotion, den ich von einer so teuren Anlage erwarte. Das hat sich für mich zu 100% erfüllt. Und deswegen kann ich euch nur sagen, geil. Ja, Daumen hoch, ne? Und? Ja, absolut. Ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Es ist genau, wie du sagst. Es ist ein unglaublicher Spaßfaktor. Ich habe übrigens mit dem Bass noch, der setzt sich ja vorher schon leicht ein. Der gefiel mir schon gut. Aber dann setzt er richtig ein. Und wie gesagt, also kann ich mich gar nicht darüber beruhigen. Ist wirklich toll. Ich finde sie auch übrigens, auch von der Verarbeitung, von allem her, ich finde sie wahnsinnig schön. Auch die Lautsprecher speziell nochmal ganz, ganz besonders. Die Anlage, die du ausgesucht hast, super. Ich finde sie stimmig. Ich finde den NAD auch wirklich bildschön. Und den habe ich auch jetzt das erste Mal gesehen. Ja. Ne, das ist ja, den haben wir ja, die Boxen haben wir natürlich schon stehen, die sind eingespielt, aber bei den NAD, den habe ich tatsächlich jetzt eben selbst das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, Hammergerät, wirklich, wirklich toll. Sieht bildschön aus, es wird polarisieren. Es werden manche sagen, oh Gott, das ist doch so eine alte Kiste. Also entschuldigt, das soll nicht respektlos klingen, weil das eben älter aussieht, Retro-Design nun mal. Mich persönlich, weil ich selbst schon Retro bin, finde das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Du übrigens auch. Über 50 Jahre. Ich finde das auch gut, ja. Alles klar. Nein, wie gesagt, hat ganz toll Spaß gemacht. Hast du sehr, sehr gut ausgesucht. Muss ich so neidvoll anerkennen. Und ich gebe mir bei der, was gibt es als nächstes, 20.000 Euro an, wenn ich mir größte Mühe gebe. Neid und ist die reinste Form der Anerkennung. Absolut, aber die reinste Form. Es gibt ja nicht die eine beste Anlage. Das wissen wir alle, das ist Geschmackssache. Aber du hast es schön ausgedrückt. Hier ging es um meinen persönlichen Geschmack. Ganz und genau. Ich kann euch auch nochmal sagen, ich habe wirklich mit mir gerungen, ob ich diesen Verstärker überhaupt nehmen soll. Weil ich wecke hier möglicherweise Begehrlichkeiten für ein Produkt, was es im Grunde jetzt schon, also wir können es jetzt schon bei NAD nicht mehr bestellen. Also da sind nur noch eben die Sachen verfügbar, die noch bei den Händlern im Markt sind. Aber es ging einfach darum, meine Traumanlage zu präsentieren. Und wenn das nun mal mein Traumgerät ist, was ich in dieser Anlage präsentieren möchte, dann
geht es halt auch nicht einfach nur darum, wo haben wir 20 Stück von auf Lager oder so, sondern da geht es einfach darum, was gefällt mir gut. Genau. Und das habe ich hier jetzt einfach mal zum Ausdruck gebracht. Ja, gut, dann würde ich sagen, folgt vielleicht am Ende, Lukas, ich gucke mal zu dir rüber, er nickt, noch ein kleiner Zusammenschnitt mit den Musikbeispielen aus den vorherigen Videos, dass ihr den direkten Vergleich habt zwischen dieser Anlage und den Anlagen zumindest von Hajo und von Erik, dass ihr mal den Klang AB vergleichen könnt. Klasse und es Idee. Würde mich natürlich interessieren, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, wie ihr die Anlagen jetzt im Verhältnis selber empfunden habt, welche euch klanglich am besten gefallen hat, welche euch vielleicht optisch, ästhetisch, technisch am besten gefallen hat. Auf solche Rückmeldungen sind wir immer natürlich sehr gespannt. Absolut und dankbar. Und da ich so viel geredet habe, darf ich Tschüss sagen? Darfst du Tschüss sagen, ja. Na gut, Leute, dann machen wir es gar nicht lang. Mich hat es gefreut, dass du mich eingeladen hast zu diesem kleinen Event hier. Gern. Ganz genau, war super, super nett. Und von mir aus auch immer, immer gerne. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und die Abo-Zahlen lassen momentan etwas nach. Deswegen hoffen wir, dass ihr ein Abo da lasst. Das wäre total toll. Aber ist auch normal jetzt in der Jahreszeit, wo wir uns befinden. Ja, ich würde sagen, das ist ja ein Sonntagsvideo. Also wünschen wir euch einen wunderbaren Sonntag mit viel Sonne hoffentlich. Und bleibt gesund, bleibt uns wohlgesonnen. Bis bald. Ciao. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zusehen. Ciao. Fall into your arms, tearing.